Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Temple of Love, Petit Trianon Aktivierung, veröffentlicht am 16. Oktober 2017 auf transinformation.net. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Auf der Oberfläche des Planeten begannen die Lichtkräfte unter der Leitung von Graf Saint-Germain, bestimmte Kraftobjekte und Kraftorte im Innern des planetaren Energienetzes als Teil des New Atlantis-Projektes zu aktivieren. Der erste Ort in dem Prozess der Aktivierung ist der Tempel der Liebe in der Nähe von Petit Trianon. Das Liebesmonument von Petit Trianon. Das Kabinett von beweglichen Spiegeln in Petit Trianon ist der Ort, wo die wahren Göttinnengeheimnisse von Atlantis im Jahr 1776 von der Prinzessin von Lamballe und Marie Antoinette verankert wurden, wie ihnen von Graf Saint-Germain angewiesen worden war. Die Königin von Frankreich wurde in die Geheimnisse der Göttin initiiert. Und hier ist der okkulte Beweis für diejenigen, die zu verstehen bereit sind. Die Aktivierung von Petit Trianon sendet kraftvolle Göttinnenenergie durch eine Leylinie, die durch den Tempel der Liebe auf Long Island geht, effektiv den östlichen Plasma-Anomalie-Wirbel der USA Highland. Die New Atlantis-Ausrichtung. Hier folgt ein wundervolles Video von Ombre Solaire erschaffen. Das Video ist ebenfalls als Infokarte verlinkt. New Atlantis ist der Codename für das Energienetz rund um die Planetenoberfläche, das den Kompressionsdurchbruch unterstützt und ebenso der Codename für die neue Gesellschaft nach dem Event. Das New Atlantis-Projekt richtet hauptsächlich die Vortexe des alten Atlantis mit dem neuen Energienetz aus, was nahezu abgeschlossen ist. New Atlantis ist ein Projekt der Lichtkräfte, welches bereits seit Jahrtausenden im Gange ist. Saint-Germain ist eines der wichtigsten Wesen, das an diesem Projekt arbeitet. Er hat Teile dieses Projekts für die Menschheit in seiner Inkarnation als Francis Bacon in einem Roman mit dem Titel New Atlantis offenbart, wo er eine utopische Gesellschaftsform beschrieb, die auf Merokratie basiert. In seiner nächsten Inkarnation als Graf de Saint-Germain versuchte er, eine neue Gesellschaft in Amerika durch seine Unterstützung bei der Unabhängigkeit der USA zu erschaffen und indem er die einflussreichste spirituelle Kraft hinter der Verfassung war. Atlantis ist ein Name, der verwendet wird, um die Schaffung einer Welt des Lichts zu beschreiben, mit einer neuen Gesellschaft, die über die Dualität hinausgehen wird. Die Urfassung für diese Gesellschaft wurde vor Millionen von Jahren in den Plejaden verankert. Die Moldavitsteine kamen von dem Planeten, auf dem das erste Atlantis gegründet wurde. Sie sind das Ergebnis einer Explosion, die durch Experimente verursacht wurde, die während dieses ersten Atlantis gemacht wurden. Somit stellt der Moldavit eine Verbindung mit einem Energiefaden zur Schaffung von Atlantis dar. Das zweite Atlantis wurde auf der Erde geschaffen mit dem Hauptanker auf einem Kontinent, der sich im nördlichen Atlantischen Ozean um die Azoreninseln befand. Dort gab es ursprünglich eine Gesellschaft des reinen Lichts, die aber später infiltriert und in Konflikte verwickelt wurde, die durch dunkle Kräfte geschaffen wurden. Daraus resultierte der Beginn des Gefängnisses Erde vor 26.000 Jahren und das Versinken des atlantischen Kontinents vor 13.000 Jahren. Während der letzten 13.000 Jahre haben die Lichtkräfte die Flamme am Leben erhalten und arbeiten an Langzeitplänen für die Schaffung des neuen und endgültigen Atlantis, welches entstehen wird, sobald die dunklen Kräfte ganz verschwunden sind und die ganze Welt wieder im Licht leben kann. Quellen: Bericht über die planetare Situation vom 5. Juli 2017, New Atlantis und die New Atlantis-Ausrichtung.